spielen heute weiter mit FIFA und weiter geht's mit dem Pokalspiel in Frankfurt. Auf geht's. Ja, das wird definitiv alles andere als einfach werden, vor allen Dingen, weil Eintracht ist nicht so ganz ohne. Aber wie gesagt, wir haben jetzt die meisten Hürden haben wir genommen, aber die nehmen mal schauen. So, gucken wir mal gerade, Kapitänsrolle. Danny Latzer möchte soll Kapitän werden. Probieren wir es einfach mal aus. Wir schauen einfach. Wir tun das Beste. Versuchen das Beste heute. Und gehen jetzt mal rein ins nächste Spiel. Und das, wie gesagt, heißt Pokalspiel gegen in Frankfurt. Dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment alles. Jetzt. Auf geht's. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn er steht hier vor dem Duell gegen seinen früheren Club. Gleich geht's los, live bei EA Sports. Ja, Pokalspiel Viertelfinale in Frankfurt. Zuschauer, wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. So, Viertelfinale also in diesem Wettbewerb. Die Nerven spielen eine immer größere Rolle. Das haben wir alles schon erlebt. Und natürlich ist das kein Selbstläufer. Du musst Bestleistung bringen, sonst bist du ganz schnell raus. Über ihn wurde vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen, denn er spielt heute das erste Mal gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele. Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst auch den ein oder anderen Spieler. Hast hier viel erlebt und das musst du dann eben ausblenden. Musst dich konzentrieren, das ist keine leichte Aufgabe, aber eine typische für den Profifußball. Es zählt der Club, für den du gerade spielst, wo du unter Vertrag bist. Richtig. Das heißt, Arsch aufreißen, auch für den einen oder anderen, der vielleicht gehen wird oder geben will oder wie auch immer. Naja, schauen wir mal, wie gesagt, Frankfurt, das wird definitiv eine harte Hausnummer werden. Da gewinnt auch nicht jeder. Aber mal schauen. Vorchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis, aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. So, wir waren natürlich ohne Wechsel durchgehen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So, mal schauen, wie es wird, wie es läuft. Auftakt, Viertelfinale, wir wollen ins Halbfinale und das geht in Frankfurt. Es gibt leichtere Aufgaben, muss ich sagen. Aber mal schauen, wie gesagt, wir tun unser Bestes und Ball ist wieder weg. So. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ah, gut abgelaufen. Da wollte ich gerade mal durchgehen noch. Aber, schade. Es wird scheinbar von Frankfurt geben. Ja, gibt es auch. Ja, Philipp Kostic, ja, muss auf den müssen wir aufpassen. Auf viele müssen wir da vorne aufpassen. So, guck mal, Mustafi, der das sehr gut löst. Ja, Leiro, Dil Rosso. Der wäre vielleicht gefährlich geworden, wenn ich ihn über auf die Außenbahn gebracht hätte. Chandler, ja. André Silva. Super durchgesetzt. Es müsste Ecke geben. Er war noch dran, gibt Ecke.
Richtig. Das war auch okay, weil die Grätsche den Ball jetzt ausgebracht hat. Jetzt die Ecke. Schön gemacht. Ja, da ist aber keiner, der mitgeht. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, der ist... Sie haben den Ball. Blöder Fallballverlust. Da geht er vorbei. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Könnte die Und Reino, der ehemalige Frankfurter. Gedecke. Ja, da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Ich habe keinen Zug gekriegt auf die Situation. Ich sag ja, Frankfurt ist, das ist eine Hausnummer. Das wird eine andere Arbeit werden, als das, was wir so bisher in der Liga gekriegt haben. Da sind wir bisher gut dabei. Aber wie gesagt, Frankfurt, wenn wir ins Finale wollen, müssen wir jeden schlagen. Und das heißt auch Eintracht Frankfurt. Ah, gut gelöst da, gut gegrätscht, den Ball abgelaufen und dann Puschel ab. Der hat sich den aber wiederholt. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Da kam gut, aber erstmal. Die Flanke war nicht gut. Es könnte Abschluss geben. Gibt es auch. Schade. Ja. Mal gucken. Wie Rosson. Ballverlust, den hat er gut abgehört. Hat er gut verteidigt da vorne. Weil ich darauf geachtet habe, was macht unser Mitspieler da? Habt ihr da mit irgendwie. Da wird er gestört. Ach, das ist. Da verlieren sie den Ball. Nicht geguckt, ob da der Spieler durchstartet oder nicht. Kostet. Sie kommen jetzt über außen. Sie verlieren den Ball. Gut gelöst von Mate, der da diesen Querpass verhindert. Man geht da hinten, Bujalab will drauf, aber kommt nicht in den Zweikampf. Bakok. Jovelic. Der, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr in Frankfurt spielt. Oder zumindest wieder ausgeliehen ist. Greuno, ja, ne, sag ja. Frankfurt mal Druck, 31. Minute. Wenn alles gut läuft, geht es mal ein Lucky Punch. Aber dafür müssen wir erstmal in die Situation kommen. Frankfurt ist momentan die bessere Mannschaft. Weg damit erstmal. Vorne jetzt die Balleroberung. Und Frankfurt holt sich den Ball, weil wir den Ball nicht rausbekommen. Was für eine Stimmung jetzt hier. Die Fans pushen ihre Mannschaft auf. Gut gemacht. Klasse gemacht. Stark geblockt. Atem. Schindler macht's gut. Der verteidigt den gut. Eintracht Frankfurt ist bei der Ballbesitzstatistik in der letzten Viertelstunde natürlich absolut das Überlegene. Ja, definitiv. Haben sie gut bisher gemacht. Jetzt vielleicht mal De Rosson. De Rosson. Die Lücke ist da und man führt nicht mit 1:0. Strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Ne, der geht weit vorbei, weil die Bahn war frei. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Und die haushohe Chance, die große Chance, hier dann tatsächlich groß in der Pause in Führung zu gehen. Aber der Ball geht hinten am Pfosten, am langen Pfosten vorbei. Und es bleibt damit beim 0:0. Ball ist wieder weg. Ja, wenn du mal da mitgehst. Geh doch mal jetzt durch. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir mal ein bisschen paar Meter Platz. Amate. Reingabe in die Mitte. Ja. Auch der war eigentlich gut, der war gut verteidigt. Die Idee war nicht schlecht, aber die Umsetzung war schlecht. Auch der Ball fiel. So ein unnötiger Ballverlust. Gut gemacht. Also Frankfurt kriegt es bisher gut verteidigt. Wir kriegen immer die Ansätze rein und dann passiert aber nichts. Und die große Chance hatten wir. Und trotzdem steht es hier 0:0. Entscheidend in Position. Absolut ausgeglichen das Ganze bis hier. Das wird auch spannend, denn natürlich wollen beide unbedingt ins Halbfinale. Klar. Da wartet doch ein ordentliches Stück Arbeit auf uns. Definitiv. Ja, man muss sagen, das war halt wirklich die einzige Chance, die wir auf dem Kasten hatten. Und die Frankfurter sind klar die bessere Mannschaft. Und jetzt geht's hier los mit Durchgang 2. Die Schalker. Und man muss sagen, das 0:0 ist durchaus glücklich. Weil Frankfurt es wirklich gut und stark macht. Und wir hier nicht wirklich in Zugriff kriegen. Costa ist jetzt gekommen. Okay. Psst. Ich komme nicht ran. Die Frage ist, wen haben sie rausgenommen? Ich habe nämlich jetzt die Wechsel nur mitbekommen, dass Costa wohl gekommen ist, aber gesehen hat es nicht. Also Frankfurt hat es gewechselt. Also Costa nicht raus, dann wird es wahrscheinlich Schindler gewesen sein, den sie rausgenommen. Aber das ist jetzt gerade für mich eher uninteressant. Skriniar wechselt zu United. Ein toller Transfer.
bringt ja echt die Qualität. Jetzt der Schuss. Vielleicht war ein Querpass besser geworden. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Frankfurt wechselt erneut. Versuche ich da mal gerade ein bisschen reinzukommen, aber nicht mit solchen Bällen. Dejan Jovetic. André Silva. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Ja. Ich kriege aber auch gerade momentan keinen... keinen Ball rein in diesen Ball. Abschuss, du willst. Jetzt wechseln die Frankfurter. Aha, Barkok raus, guck rein. Das war weg damit noch hier vorne. Ich wollte nämlich schön querpassen nochmal, weil ich wäre da ein bisschen was drin gewesen. Kostic. Und da steht 1-0 für Frankfurt. Und es ist nicht ganz unverdient. Und gerade der Eingewechselte. Ja, ich komme überhaupt nicht rein, aber der kommt überhaupt nicht in den Zweikampf. Lässt sich hier noch ausspielen und dann steht er frei. Und den Kolasinac. Ein Zweikampf. Liebeskog 1-0 für Frankfurt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, endet hier unsere Reise im DFB-Pokal. Der Titelverteidiger in Frankfurt. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Vor dem Aus. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Dejan Jovetic. Eine Auswechslung. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ah, da kommt aber auch nicht rein, der Terodde. Ich muss jetzt, muss ich einen Stürmer bringen, der ein bisschen was laufen kann. Und zwar einen Sprinter mit ein bisschen Physis rein, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen was tun. Was anderes bringt das jetzt ja nicht. Deswegen werde ich jetzt Krüger bringen, weil jetzt muss es halt irgendwo passen. Gleich wird hier gewechselt. Gibt's der Ball ins Aus? Nö, der geht nicht ins Aus. Den hat der Stürmer und jetzt geht der ins Aus. Damit jetzt Einwurf für Frankfurt. Wir uns. Klar, jetzt müsst ihr natürlich was machen. Sie bringen neues Spielermaterial. Dani Lazza. Lazza! Lazza! Elfmeter! Und den Freistoß können Sie jetzt Freistoß? Ich wäre auf Elfmeter gegangen. Weil der war ja im Strafraum sehr zu Fall gekommen. Ja? Das ist ein Elfmeter, das ist kein Freistoß. Tut mir leid. So, und jetzt macht es Erik Tommy. Will zumindest machen. Also, das ist für mich ein Elfmeter gewesen. Das war ein Schritt weiter. Aber gut. Schiedsrichter Freistoß entschieden, der Ball geht nicht rein. Trapp. Ich glaube, an diesem Rückstand lässt sich noch einiges drehen, aber wenn das was werden soll, dann müssen mehr Chancen her. Sie müssen insgesamt gefährlicher werden. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. André Silva. Lukas Koster. Ha! Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Schwer. Ja, die kriegst du aber. Doch dieser knappe Rückstand, wie siehst du es? Schalke braucht sein Tor und zwar schnell. Wer macht's? Wer hat nochmal die zündende Idee? Wer hat den Geistesblitz? Kreativität ist gefragt. Fuck, Alter. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Komm, jetzt weit nach vorne, aber ich glaube, das Ding, das ist zu Ende. Krüger nochmal. Der jetzt ein paar Meter Platz hat. Krüger! Das war's. Das Ding haut ja noch drüber.
Ecke nochmal. Vielleicht haben wir mit dem Lucky Punch nochmal. Der eigene Mann und das war's. Die Chance war da. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Ja, es ist nicht ganz unverdient, muss man sagen. Frankfurt war schon irgendwo die bessere Mannschaft, aber trotzdem tut es irgendwie weh, wenn du wirklich in der letzten Minute, in der 91. nicht immer noch die riesen Chance hast, noch was, das Tor zu machen und dann das Ding drüber noch ein paar Kilometer drüber haust. Naja, dann ist unsere Reise jetzt tatsächlich im DFB-Pokal vorbei. Ach Mann, ist das ärgerlich. Kotzt mich gerade an, aber... Ja, hier eben die anderen Ergebnisse, aber wie gesagt, im Halbfinale Freiburg, die Bayern, Leverkusen und eben Eintracht Frankfurt. Drei Auswärtssiege und dann tatsächlich dieser Heimsieg der Frankfurt. Aber wie gesagt, das ist nicht, man muss das so sehen, das ist nicht ganz unverdient. Jo, dann war's das also. Da kann man tatsächlich auf die Liga konzentrieren komplett und das wissen wir auf jeden Fall jetzt schon mal, dass wir in der nächsten Saison nicht international spielen werden. Es sei denn, wir gewinnen die Europa League, aber naja, schauen wir mal. Ob es dann so klappt und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.